Hey, Nathan! Ja? Land in Sicht. Na, was sagst du? Ah, ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du, diese ständige Herumlaufen und Überleben um Haaresbreite, wir haben uns nie Zeit genommen. Einfach mal zu genießen, wie weit wir es gebracht haben. Hm? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Ja. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben. Ich dachte, es wäre größer. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. Oh, naja. Immerhin ist da eine Insel, stimmt's? Immerhin ist da eine Insel. Sucht nach irgendwas Menschengemachtem. Meinst du von Piraten gemacht? Klar. Naja, vielleicht ist Libertalia ja eher sowas. Eine kleine Hütte am Strand. Ja, vielleicht ja ein Baumhaus. Oder Avery hatte sein Vermögen für die Schatzsuche verbraucht. Und nichts mehr übrig, um Libertalia tatsächlich zu bauen. Sehen wir uns das mal an. Hört sich gut an. Vorräte von der früheren Expedition. Okay, was hast du da? Burns. Scheiße, Sam, das hat Burns Enkel geschrieben. Ja, klingt logisch. Das Kreuz in Panama war hohl. Er muss den gleichen Hinweisen gefolgt sein. Ich frag mich, was der Kerl erlebt hat. Tja, Tote reden nicht mehr. Schon, wir legen ab. Ja, ich komme. Von der irren Schatzsuche durch die ganze Welt mal abgesehen, hatte Avery die richtige Idee. Und zwar, er lebte nach seinen eigenen Regeln, er reiste die Welt, machte sein Glück auf seine Art. Klar. Bis auf die Riesenbelohnung auf seinen Kopf. Fühlt sich echt seltsam. Als stünden wir endlich an der Schwelle zu etwas wirklich Großem für dich. Nathan, da oben! Das ist eindeutig von Menschen gemacht. Von Piraten gemacht. Finden wir einen Weg zum Turm? Ja.
ein alter Aussichtsturm. Vielleicht sehen wir von da oben aus ja was. Okay, dann mal rauf. Sepp, hier lang. Das sieht doch gut aus. Irgendein Symbol. Ein Kompasspfeil? Oh. Woher hast du das gewusst? Na, was habe ich denn von dir gelernt? Überall draufdrücken. Guck mal da unten. Das ist das gleiche Symbol. Ein Pfeil. Finden wir raus, wo er hin zeigt, hm? Komm, das Boot ist gleich da unten. Yep. Hey da, noch ein Pfeil. Ja, wir haben das Boot auf der anderen Seite gelassen. Schauen wir, wo die Pfeile uns hinführen. Na, schau, da drüben ist noch ein Pfeil.
Oh, riesiges Tor. Das Zeichen. Versteckte Höhle, Stufen. Sieht vielversprechend aus. Zum Glück hat niemand diesen Ort gefunden. Das wäre die reinste Touristenattraktion. Das ist ziemlich cool. Was? Die Klippe hochzuklettern? Ja! Eine Klippe auf einer riesigen geheimen Piranteninsel hochzuklettern? Im Ernst jetzt? Ha, klar. Also ich find's verdammt cool. Okay, wir sind wieder im Geschäft. Okay, warte. Ich muss nur kurz nicht zu Tode stürzen. Wow, wow. Wow, subtil und bescheiden waren wohl Fremdwörter für irgendwie was. Na, er hatte das Geld. Er kann, der kann, stimmt. Komm, gehen wir näher ran. Oh, guck, der Haupteingang ist mit Schutt versperrt. Schon wieder. Tja, ich schätze, Averys Baumeister haben garantiert nicht an Jahrhunderte der Erosion gedacht. Garantiert. Wir müssen einen Weg herumfinden. Hey Sam, komm, hilf mir mal. Ja, klar. Ja, klar doch. Mann, ziemlich viel heben und kriechen, ja. Was? Oh, das glorreiche Leben eines Schatzsuchers. Wohl für ein Gebäude. Die Bögen erinnern mich an die Kathedrale des heiligen Dismas. Was sonst? Keine Ahnung. Oh, eine Seilbrücke. Dort. Na komm. Sieh dich da oben gut um. Gemacht. Und? Da ist ein Pfad. Aber ich sehe noch keinen anderen Weg darauf. Warte. Bist du okay? Zumindest bin ich jetzt drüben. Okay, jetzt müssen wir dich hier raufkriegen. Warte. Sam, was entdeckt? Sam, hey, bist du noch da? Gott verdammt! Also, wie steht's? Meine Ehe ist kaputt. Mein bester Freund ist weg. Zwei Irre und ihre Armee jagen mich. Und ich kann meinen Bruder nicht finden.
Aber auf der anderen Seite ist niemand hier, der mich Idiot nennen kann. Du bist schon hier oben? Wo warst du? Eine Möglichkeit suchen, dich hier raufzukriegen. Okay, dann spring rüber. Danke. Alles in Ordnung? Ja, alles prima. Gehen wir weiter. Okay. Schöne Aussicht. Du hast mich nicht gehört? Wann? Vorhin. Ich hab dich gerufen. Nichts gehört. Wieso? Warst du besorgt? Ich war besorgt, dass du dich ablenken lässt. Jetzt bin ich abgelenkt. Was soll das denn heißen? Nichts. Wollen wir? Ja, los. Und ist da was? Einen Moment. Sam! Zwecklos! Sackgasse! Ja, scheiße. Okay, dann also wieder zurück! Hier unten ist ein Pfad. Super, ich bin hinter dir. Wie geht's dir? Falscher Weg. Schöner Sprung. Sam, hier rein. Okay. Okay, wir sind offenbar noch auf dem richtigen Weg. Ist das tief? Konnte das hier niemand finden? Damals im Waldenhaus. Hast du da geahnt, dass wir je sowas Irres machen würden? Nein, nicht wirklich. Jetzt
jetzt heißt es wohl abwärts. Vorsicht! Hat geklappt. Das ist die zweitgrößte Zisterne, die ich kenne. Halt mal, was war die größte? Erzähl ich dir später. Los, gehen wir runter. Sam, komm hier herum. Kommst du klar? Ja, Kinderspiel. Wow, was ist das alles? Hier gibt's viele Vorräte. Werkzeug, Saatgut. Vorräte weit über dem Verfallsdatum. Sam, hier. Hey, vielleicht wollten die einen riesigen Freizeitpark bauen. Piratenland. Blaupausen. Okay, Braunpausen. Sam, schau dir das Diorama an. Sieht wie eine Stadtstraße aus. Glaubst du, die haben das alles gebaut? Bei diesen Kerlen schwer zu sagen. Nein. So oder so. Wir kommen da rein. Nehmen wir es gemeinsam, okay? Okay, los geht's. Gott, ist das schwer. Du, Scheiße. Im Moment denke ich eher an meinen Rücken. Scheiße. Wow. Offenbar steht uns eine weitere Prüfung bevor. Ganz danach aus. Mal sehen, was passiert. Hey, die Technik ist echt beeindruckend. Sie drehen die Symbole. Ja, das hilft. Bitte. Was ist das? Wow, schau. Statue. Piratenkapitäne. Das sind Bonnie, Baldrige, Al-Basra und der, den ich mir nicht merken kann. Wer war noch gleich dieser Al-Basra-Typ? Kam aus dem Mogulreich, einer der Soldaten auf der Gangi Sawai. Warum verbündete er sich mit Avery? Angeblich sollte er hingerichtet werden. Während des Kampfes kam er frei und sprengte das Pulverlager der Gangi Sawai. Avery hat den Bus ziemlich aufgenommen. Genau. Der andere Kerl? Es war nicht niemand. Wir beide Symbole gleichzeitig.
bitte. Jetzt muss das auch noch. Ich hab's. Und auf ein neues. Wer ist es? Moment. Joseph Farrell, William Mays, Tariq bin Malik und Christopher Condit. 8 von 12. Hey, schau. Die Symbole auf dem Ring drehen sich ständig. Schwierig. Dieser bin Malik sieht augisch aus. Ja, ist er auch. Was macht er so weit weg von der Barbareskenküste? Das gleiche wie wir. Er sucht sich Action. Du hast es! Und der Rest unserer Crew. Richard Wand, Edward England und Thomas Two. Sam, schau, da geht's lang. Hey, Moment mal, das sind nur 11 Piraten. Unser Star-Pirat fehlt. Aha, schon seltsam. Mal sehen. Okay, wohin jetzt? Heilige Scheiße. Da ist eine fehlende Avery-Statue. Weißt du, ich glaube langsam, unser Freund war ein kleiner Narzisst. Ach, echt? Mal sehen, was er für uns auf Lager hat. Geht's ganz schön tief runter. Also Nathan, und sei bitte ehrlich, wie ist das jetzt, verglichen mit deinen anderen Abenteuern? Frag mich das am Ende nochmal. Reiß dich bitte, bitte, bitte!
Ist nicht gerissen. Schön. Okay, komm runter. Das Boot ist da unten. Nach Ihnen, Captain. Okay, die Insel mit Averys Riesenstatue liegt rechts. Ich bin so aufgeregt, mir zittern buchstäblich die Hände. Ja, das Gefühl kenne ich. Entweder das oder auch eine Zigarette. Vielleicht etwas Kleidung. Da ist er. Das nennt man wohl überlebensgroß. Ja, ziemlich groß. Sam. Oh, nein, nein, nein. Nein, du hast die Ehre. Keine Widerrede, komm. Okay. Und hepp. Okay, Captain. Was sehen wir hier? Da. Und? Große totenkopfförmige Insel, ne? Große Insel. Kein Totenkopf. Das muss es sein. Libertalia. Sehr optimistisch, wenn man alles bedenkt. Weißt du, hier sind nur wir beide. Du darfst ruhig ein kleines bisschen Begeisterung zeigen. Ich zeige Begeisterung, wenn wir deinen Hals aus Alcazars Schlinge raus haben. Komm schon. Okay. Was? Ich sagte okay. Nein, 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 nein. Deine Okays sind nie bloß okay. Meistens sind sie das Gegenteil von okay. Na, ist das unser Freund Rafe? Wer sonst?